So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Railway Empire. Wir begeben uns jetzt wieder in die amerikanischen Weiten mit unseren Eisenbahnen, mit unseren Lokomotiven und gehen in die nächste Mission der Kampagne, nämlich Kapitel 3 über den Mississippi 1850. Nachdem sich die Eisenbahn im Osten etabliert hat, erschließt sie auch im Westen die Weiten des amerikanischen Kontinents. Deine Aufgabe ist es, den Bau der ersten Eisenbahnbrücke über den Mississippi zu unterstützen. Dabei erlebst du den gestiegenen Konkurrenzdruck zwischen den Eisenbahntycoons aus erster Hand. Cornelius, Commodore, Vanderbilt sitzt dir im Nacken. Da er selbst nicht an die Eisenbahn und schon gar nicht an die transkontinentale Verbindung glaubt. Ja, wir werden versuchen, ihm zu zeigen, dass es funktioniert und dass es die Möglichkeit gibt, von einer Seite auf die andere mit der Eisenbahn zu kommen. Und ich bin sehr gespannt, wie diese Mission wohl ausfällt. Auf geht's! Wir dürfen übrigens wieder das Streckennetz irgendwie kompatibilisieren, auch den Pausenmodus, aber das lassen wir alles so wie gehabt. Wir fangen wohl rechts an und müssen dann versuchen, auf die andere Seite zu kommen und über den Mississippi. Denken Sie auch manchmal darüber nach, alles hinzuwerfen und sich der Poesie zu widmen? Ja, natürlich. Den lieben langen Tag tue ich nichts anderes. Der Fabrikant bleibt und auch der Name Bisu Zimt. Wir heißen jetzt Toledo Railways. Der wirtschaftliche Aufschwung ließ die Eisenbahnnetze beständig wachsen. Und auf den Fahrplänen tauchten plötzlich Siedlungen auf, die gerade noch im Nirgendwo gelegen hatten. Das Land war enger zusammengewachsen. Bald befeuerten unternehmerische Eitelkeiten und Gier der Eisenbahntycoons die ersten Konkurrenzkämpfe um lukrative Strecken und Verbindungen. Derweil lag der mächtige Mississippi als Grenze zwischen den pulsierenden Zentren des Ostens auf der einen und den unerschlossenen Siedlungsgebieten und neuen Märkten des Westens auf der anderen Seite. Doch technische Innovation, ungebrochener Pioniergeist und die richtige Nase für das Geschäft sollten auch diese Barriere bald zu Fall bringen und den Siegeszug der Eisenbahn unvermindert vorantreiben. Das kriegen wir hin. Du bist also der Verrückte, der eine transkontinentale Strecke bauen möchte. Dir ist aber bewusst, dass es schon viele Träumer gab und sie alle grandios gescheitert sind? Und du glaubst, bei dir wäre das nicht der Fall? Oh, ich will dir natürlich keine Illusionen nehmen. Versuch es ruhig. Mein Name ist Cornelius Vanderbilt. Der Cornelius Vanderbilt. Du hast sicher von mir gehört. Ich sehe die Zukunft für Eisenbahnen nicht so rosig und investiere lieber in die Wasserwege. Aber man weiß ja nie. Daher interessiert es mich, welche Ziele du verfolgst. Schön, dich kennenzulernen. Hallo. Ich bin jetzt gerade echt beschäftigt, deswegen kümmere ich mich gar nicht großartig um dich. Ich will versuchen, jetzt hier schon mal das ein oder andere fertig zu machen. Das heißt, auf jeden Fall diese Farmen miteinander zu verbinden. Beziehungsweise auch die Städte. So ist gut. Denn der andere ist mir total egal und eigentlich ist der Bahnhof viel zu klein. Den muss ich mal vergrößern. Ach, mein Lieber. Konkurrieren wir etwa wieder miteinander? Ha, das ist ja eine schöne Überraschung. Es mag letztes Mal für mich nicht so gut ausgegangen sein, aber inzwischen habe ich etwas mehr in der Hinterhand. Manche Leute mit Geld widerstehen mir weniger gut. Wenn du verstehst. Also, viel Erfolg. Auch wenn du ihn kaum haben wirst. Verdammt. Warte. Auch das Teil muss ausgebaut werden. Frack und Zylinder stehen dir gut. Aber ich bin froh, so etwas nicht tragen zu müssen. Ich bin sicher, wir werden viel Spaß haben. Ja, vor der total. Netten Dame musst du dich aber in Acht nehmen, denn sonst überrollt sie dich einfach. Doch wenn wir beide zusammenarbeiten, ist das Glück auf unserer Seite. Du möchtest mit mir zusammenarbeiten, das ist aber nett. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber schön, das zu hören. So, dann machen wir noch eine Expressstrecke. Das ist richtig, warum kann ich das nicht bauen? Ach so, weil es hier nicht passt. Okay. Ich muss es anders machen. Warte.
So, das klappt. Okay, und jetzt brauchen wir die Züge. Lokomotive auswählen. Nummer 1 fährt bitte zwischen den beiden Städten hin und her. Nummer 2 fährt bitte zwischen dem und dem sowie dem und dem hin und her. Und Nummer 3. Ich hörte, dein Ziel sei Omaha. Schlag es dir aus dem Kopf. Oder soll dein Zug über den Mississippi fliegen? Klar. Verhandlungen über eine Brücke laufen, aber das ist eine langwierige Geschichte. Und wenn sicher, schon. Sicher, im Osten ist das Netz etwas löchrig und du könntest dich ja erstmal um Toledo und andere Städte kümmern. Aber ob es sich wirklich lohnt, dort ein Netz aufzubauen? Das werden wir doch sehen. Keine Sorge, alles gut. Ich brauche jetzt hier einfach mal mittendrin so einen Bahnhof. Oh, Chicago. Könnten wir auch gleich anschließen. Nehmen wir auch gleich einen großen Bahnhof. Wir werden ihn wahrscheinlich brauchen. Warte mal, das machen wir so. Ach so. Indianapolis muss erst angeschlossen werden. Gut, wenn die das wollen, dann kriegen die das auch. Okay. Ist zwar ein bisschen weit, aber was soll's. Dann den großen Bahnhof hier bauen. Okay, Chicago hat einen Bahnhof. Das ist schön. Dann müssen wir jetzt noch eine Brücke bauen. Rüber nach Chicago. Obwohl, nehmen wir dieses Gleis. Okay, jetzt brauchen wir wieder Zugverbindungen und ich muss gucken, ich muss die Rinder jetzt von hier nach dort bringen. Das wird gar nicht so einfach, aber glücklicherweise haben die noch ein Gleis frei, das müsste funktionieren. Also ein kleiner Bahnhof von hier so rüber. Okay, sehr schön, das steht soweit. Und jetzt kommen wir noch zu den Zügen. Nummer 1 fährt von hier nach da und das immer hin und her. Nummer 2 fährt bitte von hier nach da und das immer hin und her. Und Nummer 3 von hier nach da und dann immer hin und her. Sehr schön. Gut, die Verbindungen stehen soweit. Das heißt, ich weiß jetzt gar nicht, habe ich eine Lokomotive dafür gewählt? Nee, habe ich nicht. So, jetzt fährt sie. Und wir werden demnächst das erste Mal Gewinn machen. Es wird eine Weile dauern. Zusätzlich sollten wir hier jetzt dafür sorgen, dass dort ein Wartungszentrum reinkommt und dass die Züge dort repariert werden. Auch in Chicago werden wir das einrichten. So ist schön. Und wir brauchen Versorgungstürme an den Strecken. So dass es nicht zu großartigen Unterbrechungen kommt. Ein letzter hier noch mit hin. Und jetzt heißt es erstmal warten und Geld machen. Später schließen wir noch Louisville ein. Und das Maiszeug muss auch noch hin und her. St. Louis muss noch mit rein. Da haben wir Rock Island. Da steht sogar schon ein Bahnhof. Das ist ja gar nicht so weit weg von Chicago. Und hier oben haben wir Madison. Bestimmt mit dem Madison Square Garden. Wundern wird's mich nicht. So, die transportieren jetzt einiges an Leuten hin und her. Indianapolis bekommt neue Besucher. Hier können sogar noch weitere Betriebe mit eingeführt werden. Aber ich brauche im Moment keine Betriebe. Toledo ist schon ziemlich groß. Die werden noch größer, wenn die Bauholz haben. Nee, Bauholz transportieren die. Verkaufen die.
Ah. Oder auch nicht, weil die kein Holz haben. Aber wo gibt's denn hier Holz in der Nähe? Eigentlich gar nicht. Doch, da ganz unten. Aber das werde ich jetzt nicht extra nach Toledo transportieren, das könnt ihr vergessen. Da müssen die noch warten. Oh, da ist Nashville und Knoxville und Memphis. Then I'm walking in Memphis. Ihr werdet trotzdem immer größer, auch wenn ihr nicht großartig die Möglichkeiten habt, irgendwas zu verkaufen. Die meisten Leute wollen wirklich bloß hin und her fahren. Zwischen den einzelnen Städten Indianapolis braucht nichts außer Fleisch. Aber Fleisch wurde jetzt nicht großartig transportiert, oder? Chicago schrumpft, das passiert. So ist Leben eben und es wird Regen geben. Das wird mir zu teuer. Nee. Dann machen wir das doch lieber anders. Setzen weiter vorne an. So, dann haben wir hier nämlich eine Ausweichstrecke. Signale müssen dazu. Lassen wir den Zug erstmal fahren. Dann kommt ein weiteres Signal hier unten hin. Okay. Guti. Dann können nämlich auch zwei Züge hier hin und her fahren. Und sorgen dafür, dass noch mehr Geld in die Kassen gespült wird. Apropos Geld, wie sieht's aktuell aus? Alle sind relativ lukrativ. Außer Chicago, Indianapolis. Da müssen wir uns noch um einiges kümmern. Unsere Aufgaben jetzt erstmal. Verbinde 10 Landbetriebe mit deinem Streckennetz. Das ist wichtig. Und auch schließe 250.000 Einwohner an dein Streckennetz an. Oh, da sind wir sogar fast, weil wir die ganzen Städte im Süden mitgenommen haben. Auch nicht schlecht. Aber das war, glaube ich, auch nicht verkehrt. So, der Zug ist unterwegs. Indianapolis ist immer noch am Schrumpfen. Auch Chicago sieht nicht ganz so gut aus, aber die haben auch keine Möglichkeiten, jetzt irgendwie was zu verkaufen. Das ist natürlich dann doof für die. Wir können hier schon mal einen kleinen Bahnhof in Madison bauen. Du baust dein Spiel also weiter aus, wie? Ja, sozusagen mit Chicago verbinden. Dann gehört uns schon mal dieser ganze komplette Osten. Hier unten haben wir noch St. Louis, das nehmen wir später auch noch mit. Aber jetzt muss ich erstmal die Schienen setzen und das wird teuer. Das heißt, ich werde hier jetzt erstmal einen weiteren Zug einsetzen, Lokomotive. Zuglinie einrichten zwischen Indianapolis und Chicago. Wartet auf ein freies Gleis. Ach ja, ja, das ist natürlich problematisch. Wir warten also, dass dieser Zug hier rausfährt und dann taucht der neue Zug auf. Dann wechseln die sich immer vorne bei der anderen Seite ab. So, alles entladen, umdrehen, weiter geht's. Da kommt schon wieder der nächste Zug, der hat schon wieder Passagiere dabei. Aus Toledo. Und da ist der nächste Zug. Der darauf wartet, dass es losgeht. Er wird beladen. Guck mal, dieser hier ist eigentlich schon voll, aber der hier ist auch noch mit dabei. Hat auch noch einiges an Passagieren geladen. Und sobald der hier dann weitergefahren ist und hinter dem Signal ist, ist alles wieder gut. Wir könnten auch hier vorne schon mal ein neues Signal mit hinsetzen. So. Dass der wenigstens bis hier vorne fahren kann. Können die nämlich alle ein Gleis beim Bahnhof nutzen. Das ist ganz praktisch. So, fahr los. Okay, der braucht keine Versorgungsmittel. Hier wird alles repariert. Alles ist gut. Louisville wird später angeschlossen. Wir brauchen übrigens auch Mais für Indianapolis. Gut, dass wir diese Schiene hier noch freigelassen haben. Die werden wir auch brauchen. Einmal für Louisville, einmal für den Mais. Jetzt muss ich erstmal das Streckennetz hier oben ausbauen. Aber hey, wir kriegen schon mal Geld für die ganzen Passagiere, die wir hin und her transportieren. Das ist doch schön und das fast doppelt. So, der Zug wird gewartet, sicherheitshalber, nicht, dass er nachher noch versagt. Das ist gut so.
Weiß jetzt gar nicht. Versorgungstürme habe ich nicht allzu viele. Da vorne ist auch schon wieder eine Panne. Aber eigentlich ist da ein Versorgungsturm. Insofern ist alles gut. Ihr verkauft auch Fleisch. So, der fährt jetzt erstmal zurück. Währenddessen kann der andere gleich reinfahren. Alles ist toll. Und dann müssen wir irgendwie die Schiene nach Madison fertig machen. Ist ja erstmal sowieso nur ein kleiner Bahnhof. Boah, das ist schon so teuer. Ach so, weil das Land hier viel zu hoch ist. Verstehe. Ja gut, geht nicht anders. Setzen uns damit ran. Dann haben wir nämlich noch zwei Schienen übrig, um eventuell hier noch was zu holen. Oder auch das Holz. Gut, warten wir auf 100.000. Werden wir gleich haben, wenn der andere Zug durch ist. Der kann jetzt erstmal hochfahren und die restlichen Leute aus Indianapolis nach Chicago bringen. In Toledo läuft alles. Na ja, da brauche ich gar nichts machen. Toledo ist zwar nicht größer geworden, aber besser als nichts. So, in Grand Rapids läuft auch nichts weiter. Die Leute leben dort gemütlich vor sich hin, haben nichts zu essen. Brauchen die noch Rinder? Ich glaube nicht. Ihr habt ja jetzt Rinder genug. Und theoretisch könnten wir dafür sorgen, dass hier dann auf den Strecken auch noch Fleisch transportiert wird. Vorausgesetzt, die Leute brauchen Fleisch, die hier auf jeden Fall. Was hat denn der Zug geladen, der hier hin und her fährt? Vielleicht sollte ich hier auch nochmal einen neuen Zug in die Wege leiten. Wo ist denn der? Kann das sein, dass es gar keinen Zug zwischen Indianapolis und Toledo gibt? Doch. Ach, der kommt jetzt gerade und bringt nur wenig Fleisch mit, weil viele damit reisen wollen. Das ist natürlich doof. Insbesondere deswegen, weil wir... Ich sehe, dir ist es gelungen, dein Streckennetz im Osten auszubauen. Jo. Das ist schon mehr, als ich von dir erwartet hatte. Ah. Wie ich höre, ist die Brücke über den Mississippi genehmigt worden. Doch der Mississippi ist eine natürliche Grenze und wir müssen sie respektieren. Eine Brücke darüber zu errichten, wäre vielleicht machbar, aber viel zu aufwendig. Sonst müsstest du die Baustelle bei Rock Island mit Material beliefern und extra eine Linie dorthin einrichten. Das lohnt sich doch gar nicht. Es ist zwar eine ziemlich lange Ausweichstrecke, aber sie lohnt sich. Also ich will sie definitiv bauen. So, weil wir dann nämlich wirklich parallel zwei Züge fahren lassen können. Deswegen warten wir jetzt einfach mal, bis wir ein bisschen Geld haben. Oder wir machen mehrere solcher Strecken. Das ist auch eine Idee. Strecke Nummer 1. So, müssen wir auf Geld warten. Allgemein müssen wir auf Geld warten, denn ich will Madison mit Chicago auch noch verbinden, dass die Leute hier ihr Fleisch an Chicago verkaufen können, was die gar nicht brauchen. Oh, sehe ich jetzt erst. Aber Rock Island braucht Fleisch. Und hey, die Konkurrenten haben gar nicht so viel geholt, sind jetzt auch nicht auf dem Weg nach Madison. Auch wenn sie hier das Gemüse geholt haben, wollte ich gerade sagen, das Korn. Du hast immer noch Probleme, weil die Expresslinie in Gefahr ist, da eine schnellere Lokomotive verfügbar ist. Das wäre die hier, Number 51 Dragon. Die ist sogar noch... Nee, die ist nicht schneller, die ist besser. Huch, kreative Buchhaltung? Nee, brauche ich nicht. Was ist das? Für Fracht geeignet? Für Expresszüge geeignet? Hier, der Rensselaer oder Rensselaer, weil der nämlich 40 mph fährt, Meilen pro Stunde. Auch wenn die Leistung nicht besonders gut ist, also für Steigungen nicht geeignet. Aber hier, der ist definitiv gut für Fracht. Der kann einiges ziehen. Der hat eine super Leistung, auch wenn er nicht ganz so schnell ist. Darauf sollte man auch unbedingt achten, später dann, wenn man wirklich dieses Spiel hier spielt, dass man auch die passenden Züge für die passenden Utensilien nimmt. Auch wenn es teilweise ziemlich teuer wird. So, wir hatten jetzt vor, hier die Ausweichstrecke zu bauen, Nummer 1. Kommen wir weiter nach vorne. So.